seit wir das Kino letzten Samstag wieder eröffnet haben, haben wir hier jeden Tag seit 16 Uhr Programm gemacht und verschiedene politische Filme gezeigt, Kinderfilme gezeigt und auch schon eine Diskussionsveranstaltung gemacht. Heute Abend machen wir ein Konzert. Also wir bespielen das gerade auf verschiedenste kulturelle Weise und auch nachmittags, bevor wir hier unsere Veranstaltung anfangen, ist das Kino immer offen und Leute können reinkommen und das so ein bisschen als soziales Zentrum nutzen. Und das wurde bis jetzt super positiv angenommen. Es sind immer viele Leute da. Alle aus dem Stadtteil freuen sich, dass hier wieder was passiert in diesen Räumen. Am Donnerstagabend hatten wir uns mit Adolf Steib, das ist einer der beiden Besitzer, zu Verhandlungen getroffen. Und da ist rausgekommen, dass erstmal alle Parteien, alle, die hier drin hängen, daran interessiert sind, dass hier wieder kultureller Betrieb stattfindet. Wir haben auch ein Konzept vorgelegt, wie wir das hier bespielen wollen. Dazu gab es leider noch keine feste Zusage, sondern es wurde zur Kenntnis genommen. Aber man hat uns jetzt nicht gesagt, dass man dieses Konzept weiter verfolgen wird oder so. Wir haben jetzt längerfristig vor, diese Besetzung hier zu legalisieren, um das Ganze hier dauerhaft offen halten zu können. Wir denken dabei zum Beispiel an ein kommunales Programmkino nach Vorbild vom Filmforum Höchst. Dabei ist uns wichtig, dass das Ganze weiter nicht kommerziell bleibt. Also wir wollen definitiv keine festen Eintrittspreise hier, sondern jeder und jede soll einfach kommen können und hier teilnehmen können. Und außerdem ist uns auch wichtig, dass das Ganze, auch wenn es sich legalisiert und institutionalisiert, basisdemokratisch bleibt und quasi die Leute, die hier aktiv sind und die Leute aus dem Stadtteil entscheiden können, was hier geschieht und selber bestimmen, was hier gezeigt wird.